Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, ja, zurück hier bei Train Fever. Wir spielen jetzt das wunderbare Train Fever schon seit, ja, ein bisschen mehr als 2 Stunden mittlerweile. Sehr schön, aber wir brauchen viele Folgen und damit passt es soweit zusammen. Meine Festplatte ist leer und damit kann ich so viel aufnehmen, wie ich möchte. 24/7, ja. 24/7, stellt euch das vor. So, und du fährst jetzt nach Luckenwalde. Der fährt immer noch nach Luckenwalde, ja. Hat immer noch, hat jetzt auf einmal 27 dabei, ja. Schlimm, 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 die Leute hier. Und da kommt er endlich an. Na, Gott sei Dank, ey. Es wurde nämlich langsam schon recht viel hier. Und ja, aber wie gesagt, 3 sollten auf einer Zugstrecke mit 6 Haltestellen tatsächlich locker reichen. Rein rechnerisch auch gesehen. Also daher mache ich mir da jetzt gerade gar keine Sorgen, um ehrlich zu sein. Ne? Wir können dann tatsächlich dann auch rausgehen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde. So, was kommt denn hier für Buslinien an? Buslinie 1, da gibt es tatsächlich noch welche, die fahren auf der Buslinie 1. Da gibt es auch viele, die auf der Buslinie 1 fahren. Ich könnte tatsächlich sagen, wir schicken jetzt alle von der Buslinie 1 ins Depot alle Fahrzeuge und bei Ankunft verkaufen. Genau. So, die kommen dann, ich wollte schon sagen, ne? Macht ja gar keinen Sinn. Hi, hereinkommend. Genau. So, weil wir brauchen auf jeden Fall die Buslinie 1 auf keinen Fall mehr. Sprich, die können wir auch löschen. Ist halt einfach wirklich sinnlos und wird von uns auf jeden Fall nicht mehr so gebraucht. Und daher sage ich mir, ja, warum soll ich das denn jetzt natürlich noch weitermachen? So, wir müssen hier nochmal Fahrzeugersatz auswählen. Warum auch immer das jetzt wir auf einmal nochmal müssen, weiß ich gar nicht, aber passt halt. So, hier müssen wir halt auch nochmal einen Fahrzeugersatz, wobei müssen wir eigentlich noch gar nicht. Insgesamt können wir das Ganze so relativ gut auffallen. Wir haben hier 110.000, das ist schon eine doch recht enorme Summe. Ja. Wir müssen halt schauen, ob der Zug nicht eventuell sogar hier von Bus 2 was wegnimmt. Was dann natürlich noch recht wenig Einnahmen dann bedeutet. Da muss man halt wirklich in Zukunft dann schauen. So, dich benennen wir in S2 um von Itstein über Bisch über Luck nach Schmalkalden, genau. Nach Schm. Genau. Ist halt für mich die Abkürzung und so weiß ich halt ungefähr durch die Abkürzung in der S weiß ich halt wirklich auch, welche Linie wo wie hingehört und daher ist es eigentlich schon relativ safe für mich. So, aktuell machen wir noch ein kleines Minus im Monat. Sind aber schon bei 3,5 Millionen dieses Jahr, was wir eingenommen haben. Wir steigern uns von Jahr zu Jahr auf jeden Fall relativ gut. 2,71 Millionen auf 3,20 Millionen und jetzt auf 3,97 Millionen. Natürlich wird es auch zwischendurch mal steigern, mal sinken, mal steigen, mal sinken und mal passiert auch gar nichts vielleicht. Aber es ist doch schon relativ okay. So, kann man noch irgendwelche Fahrzeuge, die nach Hause kommen? Nein, wir haben alle verkauft. Wir haben alle safe. So, hier stehen immer noch so viele an. Das ist der Wahnsinn, ne?
ich könnte jetzt hier tatsächlich auch noch so eine kleine Dreierverbindung machen, sprich hier, das geht das überhaupt? Man sagt, hier fährt's raus, fährt hier rein in den Bahnhof und fährt dann hier wieder raus, Richtung dort und dann halt so, weißt du? Sprich, so, so, so. Ich glaube, das müsste aber auch funktionieren, ne? Macht sich halt bloß jetzt ziemlich schlecht, wenn man das jetzt eventuell noch umändern würde, wenn man jetzt sagt, okay, bevor du hier, dann gehst du hier raus, fährst hier nochmal rein, dann so, dann habe ich halt zu wenige Fahrzeuge jetzt so verteilt. Ich kann mit der Verteilung, die es aktuell hier so gibt, doch schon recht zufrieden sein. Also die werden jetzt hier auch einiges an Kohle machen tatsächlich. 515.000, ja, das ist vollkommen super. Ich habe jetzt schon mehr und wir sind jetzt gerade erst im 7. Monat. Also wir werden dieses Jahr auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr an Gewinn machen als letzten Monat. Und hier sieht man das schon. 1,75 Millionen. Das ist doch schon sehr ertragreich. Arnis Hauptbus wundert mich, dass es so wenig macht. Dass die jetzt gerade Minus haben. Das wundert mich doch schon recht stark. Hier sieht man, die müssen langsam ausgetauscht werden. Das sieht man tatsächlich hier dran sehr gut. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Also, dass die ja doch schon recht alt sind. Ich weiß gar nicht, wie sich die Farbe verändert alles. Aber, ja. Dann würde ich sagen, wir kaufen uns hier dann... Das wird halt wirklich teuer. So haben wir halt insgesamt genau die gleiche Zahl, aber auch 1,18 Millionen pro Zug. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Pro verdammten Zug von denen jetzt haben wir 1,18 Millionen. Wobei wir haben jetzt 7 hiervon. Sprich, nochmal ein bisschen weniger als auch ein Jahr weniger, so an sich. Sprich, so. Ja, gut, da zahlt man halt trotzdem noch 1 Million. Also. Ist aber an sich eigentlich relativ in Ordnung. Ja, wenn man sagt, man zahlt halt wirklich pro Zug 1 Million, das passt eigentlich so weit. Ich bin am Überlegen, hier die erste Straßenbahnlinie zu bauen. Ich glaube, das machen wir auch gleich. Wir machen das auch gleich. Auch mit diesem wunderschönen Haltestellen-Boot-Schild hier. Dem wunderschönen Haltestellenboot machen wir das hier. So. Genau, ich finde es mit den Oberleitungen cool, dass sie das jetzt auch eingefügt haben. Hier bei der Straßenbahn, das ist schon recht cool gemacht. So, gruppieren mit dem wunderschönen hier. Und dann sind die nämlich abgeholt worden und dann haben wir auch kein Minus dadurch. So. Jetzt muss man halt wirklich einfach bloß sagen, okay, ja, wir müssen jetzt hier Zug bauen, ne? Wir müssen jetzt für die Straßenbahn hier alles fertig bauen. So. Wenn wir das vorher schon planen mit den Schienen, dann geht das auch relativ einfach. So. Dann muss man halt hier sagen, okay, vielleicht bauen wir jetzt hier halt nochmal so, damit sich die hier halt wenden können irgendwie. Ja, genau. Damit sich halt die hier wenden können. So. Fährt man halt hier lang, fährt man dann hier wieder raus, fährt man hier lang. So. Hier kann ich halt jetzt nicht so hier reinfahren und dann so. Man kann das zwar auch machen, aber das ist doch so unrealistisch. Weshalb ich das jetzt natürlich nicht mehr tue, dann logischerweise. So. Nein, jetzt habe ich das tatsächlich schon wieder gemacht. Egal, dann wenden wir hier halt auch nochmal. Das ist halt auch kein Problem, ne? Wenn man sagt, okay, dann wenden wir halt hier nochmal. So. Genau, so haben wir hier auch noch einen kleinen Wendekreis. Und dann ist natürlich dazwischen noch eine Straße, das passt eigentlich sehr gut.
toll. Kommt die jetzt erst, ja. Typisch. Typisch Spiel. Typisch. So, dann geht's hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Damit wir halt auch wirklich möglichst viel abdecken können. Achso, Moment, dann muss man das eventuell hier so, genau. Genau, dann können wir das erstmal so machen. Den Rest kann man dann später noch mit einer Buslinie machen. So, genau. Dann bauen wir jetzt hier die Haltestelle entlang. So. Sprich, hier eine, hier eine, hier eine, hier eine, hier eine. Na, hör auf zu laden. Hier eine, hier eine, hier eine, hier eine. Hier machen wir auch noch eine hin, da machen wir noch eine hin, dann bauen wir hier noch eine hin und dann bauen wir da eine hin und dann da und dann da und dann, da und dann hier und dann hier und dann hier und dann hier. Hier, ich schlage gleich ein, hier, hier, hier und dann sind wir schon wieder da. Sehr gut, jetzt müssen wir uns nur noch merken, wie wir das gemacht haben. Sprich hier, 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 hier einmal, hier einmal, hier einmal, hier einmal, hier, 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 da, dort und hier. Dann geht's hier rein, genau, hier rein und hier rein. Dann machen wir das da lang. Dann gehen wir dorthin, dort, dort. So, dann haben wir auf jeden Fall so. Dann haben wir unsere erste Straßenbahnlinie mit insgesamt, wow, 24 Haltestellen. Machen wir mal Straßenbahn Luckenwalde. So, genau. Straßenbahn Luckenwalde, hier werde ich auf definitiv keine zweite mehr hinbauen, deswegen kann man das so machen. So. Wunderbaro, wunder, wunderbaro. So, Dampftram, Dampftram. Oder tatsächlich schon elektrisch. Die hier hat für 25 km/h, die auch. Das heißt, wir können 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, vielleicht nochmal 7, 8 und ja. Ja, 19, so, da passt es, dann haben wir das so auf jeden Fall genug. So, Tram 1 fährt, ja gut, jetzt muss ich erstmal wissen, in welche Richtung die fahren. So, genau nach da. Dann machen wir hier, wenn die hier losfährt, kommt dann die nächste Bahn. Sprich, dann wäre das tatsächlich diese hier. Wann ist die lang? Die ist ja wirklich schon lang. So. Die hat eine schnelle, deutlich schnellere Beschleunigung als die hier. Ist schlecht, aber oho. Busse macht man natürlich auch anders. Ist nun mal so. Und da gibt es halt auch keine großartigen Probleme. So. Ich finde das mit den unterschiedlichen Straßenbahnen, Bussen und so weiter, finde ich ja deutlich besser als wenn man jetzt sagt, okay, man hat hier 1000 Busse, die natürlich jetzt so, jetzt natürlich ultra gleich sind die gesamte Zeit über, das finde ich recht langweilig. Also, das ist auf jeden Fall nichts für mich. Nichts für schwache Nerven, sagt man, ne? Die Folge ist jetzt tatsächlich schon fast um, das ist der Wahnsinn, wie schnell die Zeit umgeht, ja? Ich habe immer noch Lust aufzunehmen. Das ist für ein Spiel schon ja recht, recht interessant. So. Habe ich selten bei Spielen. Train Fever ist halt auch wirklich was anderes. Deutlich besser in dem Sinne. Natürlich muss man halt auch dazu sagen, ja, ich habe Train Fever, glaube ich, jetzt auch doppelt so lange gespielt wie jetzt zum Beispiel City Skylines, ja. Ist nun mal so, es ist für mich jetzt auch gar kein Geheimnis, ehrlich gesagt. Weil Train Fever, wie gesagt, schon
besser ist irgendwo. Es hat mehr Modellbahn-Feeling. Also jetzt bei City Skyline. City Skyline sieht unheimlich geil aus. Es hat unheimlich viele Features. Ist teilweise echt unheimlich viel besser. Aber naja, man muss halt auch irgendwo Abstriche machen, logischerweise. Und es ist halt doch schon ein verdammt cooles Spiel. Ich bin so froh, dass ich das habe. Das ist wirklich. Ich bereue den Kauf, diese 12 Euro, 20 Euro, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube 20 Euro, die man hier für Train Fever ausgegeben hat, bereue ich keinen Cent. Ganz klar. Ich hatte es mir damals, hatte ich mir das damals vorbestellt? Ich habe mir das, glaube ich, damals wirklich vorgestellt. Weil es halt wirklich einfach ein verdammt cooles Spiel ist. Ja, also wie gesagt, kann man da einfach nur so sagen, wie es ist. Und naja, manchmal schwelgt man dann halt auch so in Nostalgie, sage ich jetzt mal. Das ist halt wirklich so, wir brauchen die doch nicht. Wir können die schon wieder verkaufen. Wobei, wenn wir die jetzt noch schnell losschicken, so. Passt. Passt, wackelt und hat Luft. Naja, okay, passt doch nicht so ganz. Dann muss man einfach mal sagen, okay, komm, dann hältst du einfach mal ganz kurz an, so ein paar Sekündchen so, bis der hier halt durch ist und dann passt es soweit. Neue Personenzüge, Stadtbahn, Bahn, Dingens, Kings. Weißt du, verstehst du? Ja, verstehst du. Die verstehen mein Deutsch nicht, nix, können. So, Weißt du, mit der neuen Straßenbahn hier habe ich hier auf einmal so 93 Personen hier. Was? 94 Personen? Was? Was? 100? Wo wollen die denn alle hin? Weißt du, die Städte, die wachsen einfach. Oh, ich muss aufhören. Die Städte wachsen einfach so schnell, das ist der Wahnsinn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lamitan.